Jede Frau wünscht sich doch eine Reise in die Stadt der Liebe. Und aus diesem Grund habe ich Theresa diesen Wunsch zu Weihnachten erfüllt. Und heute ist es endlich soweit. Doch bei dieser Reise gibt es auch einen Haken. Und zwar werden wir während der Abhandlung unserer To-Do-Liste, also über unseren gesamten Trip, wenn nicht du wäre, spielen. Und natürlich ist das Ganze dann eskaliert. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg nach Paris. Wir spielen Wenn ich du wäre. Und ich würde sagen, lass das Video beginnen. Let's go! Abonniert den Kanal! Wenn ich du wäre, wäre ich jetzt ein Gentleman und würde mir den Fensterplatz überlassen. Bruh. Alter, hat mal einmal den Fensterplatz. Mann. Let's go. Und, wie fühlt es sich an? Wundervoll. Aha, ich dachte mir fast. Meine Flugangst, die wird mich umbringen, ich kann nicht mehr. Ich muss meine Brille anziehen, damit ich sehe, wenn wir sterben. Es geht los, Leute. So Leute, wir gehen jetzt erstmal zum Airbnb und dann geht das Spiel weiter. Theresa geht gerade da hinten in den Supermarkt und ich habe ihr schon vor Tagen erzählt, dass wir in ein richtig räudiges Airbnb gehen, dass es mir total leid tut. Ja, ich habe ihr dann auch schon so Bilder von Booking gezeigt und so. Das heißt, sie weiß nicht, dass wir jetzt schon wieder in ein Luxushotel gehen. Ich gebe echt so viel Geld aus für diese YouTube-Videos. Hol ein Uber, let's go! Wir sind jetzt in Paris unterwegs, das Spiel beginnt, aber davor gehen erstmal Kommentar-Shoutouts raus an Nana, Sophie und Bella. Danke. Wenn ihr auch einen Kommentar-Shoutout haben wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt einen coolen Kommentar. Und Leute, vergesst nicht, wir müssen noch dieses Jahr die Bild überholen, also abonniert. Wenn du jetzt immer noch nicht abonniert hast, dann abonniert! Wir sind fast da. Bist du ready? Ich hab geschlafen. Ist einfach eingeschlafen. Und in Paris aufgewacht. Ja, ich glaube, hier ist es, oder? Okay. Kannst du die Nummer eingeben? Welche ist es? 35677. 5677. Es gibt nur 4. Shit. Dann kommen wir wohl nicht rein. Ich habe Spaß gemacht. Oh. Ich glaube, wir müssen eins nehmen an. Oh. Aber die andere Richtung. Alter. Spaß. Ich glaube, das müsste es sein. Mich die ganze Zeit doch verarscht. Ja. Ein Arsch. Wie kann man so gut lügen? Ich sollte mir Sorgen machen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich glaube, dass du lügst. Nein, oh mein Gott. Das ist ja mal sehr sexy. Das sieht schon nice aus, oder? Danke, darum. Und zwar, Rick. You have a booking? Yes. Welcome to Miranavis. Thank you, Sassi. Wieso machst du das jedes Mal mit mir? Perfect. Thank you. YouTube. Oh. Aber ich hab mal verstanden. YouTube. Nee. So, aber bitte nicht an den Luxus gewinnen, Theresa, gell? Le Carte. Ich hör da, glaube ich, Stimmen. Echt? Stimmen in deinem Kopf vielleicht. Probier aus. Ah, da klingelt's. Oh. Soll ich mal reingehen? Ja, geh mal rein. Ich weiß nicht, was Sie wollen, aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im... Guten Morgen, Leute. By the way, haben wir den Vlog nur gemacht, weil ihr dafür abgestimmt habt. Also vielen Dank dafür. Und dann habe ich gesehen, dass 81% von euch abonniert haben. Wow. Leider haben nur 20% von euch abonniert. Stellt euch einfach mal vor, es werden 80 bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal und entscheidet mit, was hier passiert. Ich gehe jetzt erstmal in die Dusche und dann fahren wir schon los in die Stadt. Yo, Leute, Theresa hasst es, mit Fahrrädern zu fahren. Und was habe ich da gerade gesehen? Fahrräder. Theresa. Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt den ganzen Tag mit Fahrrädern durch Paris fahren. Dein Ernst? Oh, dann musst du fahr nicht Fahrrad, vergiss es. Natürlich. Nein! Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal shoppen, oder? Auffahren. Nein, nur du musst fahren. Komm, Theresa, komm! Mann, sie würden mich jetzt schon hassen, Leute, da hinten ist sie. Wie süß ist das bitte? Oh, wie fühlt sich's an? Schiebt sie ihr Bike einfach nur neben sich her. Ich werde mir aus Solidarität jetzt auch eins holen, damit Theresa nicht alleine fahren muss. Bro. Ist gar nicht, was du hast. Ist doch endgeil. Nein.
Doch, Mann, Leute. Es gibt nichts Besseres als mit dem Fahrrad durch Paris. Okay, Leute, genug Fahrrad für jetzt. Wir sind bei der Galerie Lafayette angekommen. Wer in Paris ist, muss da unbedingt einmal rein. Wir gehen jetzt mal shoppen. Mal gucken, was so Lustiges passiert. Theresa, komm! Alter, das sieht alles sehr fresh aus, muss man sagen. Das ist schon sehr sick. Gönnst du dir die? Leute, wir holen jetzt Theresa Macarons. Muss man machen in Paris. Oh, es ist so schön. Ich will alles. Kann ich von allen eins? Nein. Wieso? Es ist arschteuer. Okay, Theresa macht jetzt auf. Jetzt ab. Leute, es könnte alles sein, was da drin ist. Aber keine Süßigkeit. Okay, welchen willst du? Wir haben Schokolade, ja, so nice. Pistazie, Creme Brûlée, weiß ich nicht mehr, irgendwas mit Strawberry. Keine Ahnung. Ich nehme Pistazie, okay. So, Leute, jetzt gibt es noch ein kleines Meal. Oh yeah. Und dann geht's auch schon weiter. So, Leute, ich habe auch noch eine kleine Aufgabe für den Rick. Die wird ihn gar nicht freuen. Okay, Rick. Rick, lauf nicht weg. Hä? Ich habe eine Aufgabe für dich. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich mir heute einen Antrag vorm Eiffelturm machen. Bist du geisteskrank? Safe. Du machst mir einen Antrag und zwar so, dass es alle glauben. Nein. Doch. Die Leute müssen applaudieren. Wir haben nicht mal einen Regen. Ja, den gehen wir jetzt kaufen. Nein. Doch. Das ist Arschteuer. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt hier gerade wirklich in einem Shop und kaufen einen Ring für Theresa. Das ist der YouTuber? Ja. Das ist der Ring, den wir jetzt kaufen werden. Für 100 Euro. So, Leute, da kommt oh der. Oh mein Gott, wir haben es echt gekauft, Leute, let's go. Wir sind hier gerade beim Arc de Triomphe. Muss man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man in Paris ist. Apropos Arc de Triomphe, wenn ich du wäre, ja, würde ich jetzt auf Französisch, weil dein Französisch ist doch so gut, zu irgendwem hingehen und ihn nach der Wegbeschreibung zum Arc de Triomphe fragen. Zum Arc de Triomphe, wir stehen daneben. Genau, richtig. Nein, wie räudig. Leute, der will jetzt einfach üben, der soll aufhören. Nein, alles gut. Alles gut, ich frag mal. Yalla. Arc de Triomphe? Où est-ce que le Arc de Triomphe? Here. Oh, thank you very much. Merci. Weird. Die haben sich so ewig umgeschaut, sich gedacht, so ist es wahr jetzt gerade? Also, guck doch einfach nach da vorne, du Idiot. Hat er gesagt, du Idiot? Nein, nein, aber er hat sich gedacht. Jo Leute, wir sind hier gerade im krassesten Theater in ganz Paris oder wahrscheinlich sogar in ganz Frankreich im Moulin Rouge. Wir schauen uns jetzt eine Vorstellung an. Let's go. Wir sind drin, Theresa. Okay, das war echt wild, oder? Was sagst du? Ja, es war krass. Leute, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Brüste gesehen. Alter! Leute, der Rick hat auch nichts anderes gehabt. Ich konnte nichts machen, Leute, da waren einfach so viele Brüste. Ich höre so gemeint, ich so, siehst du die da hinten? Und er so, welche Größe? Jetzt habe ich eine neue Aufgabe für dich. Nein. Und zwar musst du einfach irgendeinen random Stranger ansprechen, seine Telefonnummer rausfinden und dann sagen, du bist Belly Dancer auf TikTok. Maul! Rick, kein Scheiß. Das mach ich. Und zwar, der Typ, der da bei der Bushaltestelle sitzt. Ich hab wartet auf dich, Theresa. Er wartet auf dich. Ich kann nicht. Okay, Leute, ich filme das von hier mit. Ich sterbe. Ich sterbe. You want to see my belly dance?
glaube, sie hat echt die Nummer geklärt. Hat sie die Nummer geklärt? Das war so much fun. Ich habe immer gedacht, ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Antrag kriege. Aber jetzt, ich will einfach nur weg hier. Panik. Du sprichst jetzt jemanden an? Der soll dann filmen von dem Winkel, wo ich ihn nicht direkt sehe, von hier aus. Und dann führst du mich dahin und dann gehst du auf die Knie. Oh mein Gott, ich hab so Schiss. Okay. Und das erzähl ich den Leuten davon, ja, oder dass nicht? Dass du mir einen Heiratsantrag machen willst. Ja. Die sollen's filmen. Los jetzt, ich will, dass es jetzt vorbei ist. Ich will nicht! Excuse me? Yes. One question. Yes. Could you please hold the camera for a second? No, that would be nice. Yeah, perfect. That's perfect. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Oh, she said yes. You mean? Das war so unangenehm. Ich will hier weg. Scheiße, das war so unangenehm. Die eine hat ihn erkannt und hat dann ihren Freund so, sie so, das ist ein YouTuber. Und dann der Freund so. So Leute, nach dieser peinlichen Aktion muss ich mit meiner neuen Frau das Land verlassen. Ich würde sagen, wir packen es mit einer Hand. Checkt auf jeden Fall noch die Überraschung an Theresa. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.